Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Skyward Sword. Es geht nun weiter. So, wir müssen ja jetzt zu der Wüste Ranel. Oder zu den Minen. Und da müssen wir sozusagen unsere nächste Prüfung absolvieren. So, ich würde sagen, gehen wir mal zu diesem Punkt hier. Ich bin schon ganz aufgeregt. Bin wirklich gespannt drauf, was mich jetzt als nächstes erwartet wird. Wir sind in der Wüste Ranel angekommen. Suche mit der Aurasuche nach dem Eingang zur Prüfung, die du bestehen musst, die heilige Flamme zu erhalten. Gut, so schnell werde ich die heilige Flamme ja nicht kriegen, aber... So, auf jeden Fall geht es hier schon mal geradeaus. So, Portal, öffne dich. Natürlich müssen wir bitte die Melodie spielen. So, jetzt kommen wir erstmal wieder ins Reich der Schatten. Stoße das Schwert in das Symbol und stelle dich der nächsten Prüfung. Lieben gerne. Mag die Musik. Oh, hier haben wir gleich schon Wächter. Wow. Gebieter Achilles. Gebieter, in dieser Welt kann ich dir nicht folgen, da sie deiner Seele selbst existiert. Was in deiner Seele selbst existiert. Doch ich kann zu dir sprechen. Nur Auserwählten gewährt die Göttin Zutritt zu diesem Ort. Der Siren. An diesem Ort, Nairu Siren, wird deine Weisheit auf die Probe gestellt. Um die heilige Flamme, deren Kraft das Schwert stärkt, zu erhalten, musst du diese Prüfung bestehen. Nur so wird deine Seele wachsen, Gebieter. So, du hast das Seelengefäß erhalten. Diese geheimnisvolle Pflanze spiegelt deine Seele wider, Achilles. Bringe das Seelengefäß zurück, wenn es gefüllt ist. Und deine Seele wird wachsen, Gebieter, als Lohn wird dich die Göttin mit neuer Kraft beschenken. Hast du noch Fragen an mich? Nein, ich bin bereit. Nun gut, mein Gebieter. Ich werde hier in dieser Welt auf deine Rückkehr warten, Gebieter. Ah, Waffen habe ich keine. So, jetzt bin ich erstmal draußen und die Wachen erwachen. So, du hast eine von Nairus Tränen erhalten. Ihre heilige Macht hindert die Hüter für 90 Sekunden daran, sich zu bewegen. Sammle alle 15, um diese Prüfung zu bestehen. Schauen wir erstmal, wo die Lichter erstmal erleuchten. Oh, hier oben haben wir schon mal einen. Oben haben wir auch eine.
Au. So, warum hast du mal die hier? So. Wir können uns halt nicht erwischen lassen. Oh. Ja, ich weiß, ich habe jetzt hier was getan. Hinten haben wir ein Material, das ist ja richtig cool. Brauchen wir noch diese... So. Erstmal wieder Power hier. Ah, da oben ist noch eine. Ich sehe das gerade. Dann nach hinten. Die eine machen wir ganz zum Schluss, würde ich sagen. So, hier haben wir auch eine. Da hinten ist eine und da ist auch ein Material. Oh, wie weit kommt denn der? Ah, die Zeit läuft langsam davon. Boah, das war knapp. Was brauchen wir? Okay, hier haben wir also einen Waggon und hier kommt eine Flüssigkeit nach oben. So, eine ist da hinten. So, eins, zwei und da hinten ist noch einer am Baum. Okay. Okay.
So, gehen wir mal da hinten hoch. Hier am Baum haben wir auch noch eine. Sehr schön. Hat es relativ sehr gut geklappt. Bisher. Du hast Nairos Tränen gefunden. Dies hat deine Seele reifen lassen, Achilles. Doch noch ist die Prüfung nicht vorbei. Begib dich vorsichtig zum Ausgang, um ein Zeichen deiner Reife zu erhalten. So, das müssen wir jetzt leider Gottes tun. Sehr schön, 5 Stück haben wir. Damit können wir das Film verbessern. So, wo war denn nochmal der Ausgang? Der Ausgang war da, wo der grüne Punkt, glaube ich. Nee, doch. Da hinten ist doch der Ausgang, soweit ich weiß. Oh, hier oben haben wir auch noch was. Darfst du dir nur nicht zu nah, zu näher, also. Dann ist noch ein. Ich denn da hoch? Ah, da hinten, okay. Würde ich schon noch gerne holen, weil der jedes Material, vor allem die hier, sind sehr, sehr wichtig. Wir haben es geschafft. So, was bekommen wir jetzt? Oh, du hast den Greifhaken erhalten. Einer der 3 Schätze der Göttin. Nutze die Klaue an der Kette, um dich an ein Greifhakenziel oder an Efeu ziehen zu lassen. Oh, sehr schön. Nun haben wir ein weiteres Item, was sehr, sehr wichtig ist fürs Weiterkommen. Gut gemacht, Gebieter. Gebieter, du hast die Prüfung bestanden. Mit deinem reinen Herzen hast du die Kraft erlangt, die heilige Flamme zu finden. So, jetzt können wir uns endlich an diese Ziele hier ranhängen. Dieser Greifhaken ist ein Schatz der Göttin. Nutze die Klaue an der Kette, um dich an Efeu oder Greifhaken zielen hochzuziehen. Die Flamme befindet sich irgendwo in der Wüste, Gebieter. Ich vermute sie an einem Ort, den du noch nicht betreten hast. So, was haben wir hier drin?
Ryan Finsterhalbmond nochmal. Richtig cool. Ah ja, passiert nichts. Und weg mit dir. So, hier oben haben wir eine Box, wo wir noch nicht rangekommen sind. Die war ja schon lange ersichtlich. So, wo müssen wir denn noch hin? Da hinten ist ein Waggon. Da oben war ich dann auch noch nicht. Da hinten. Da hinten haben wir eine Truhe. Weiß nicht, ob noch irgendwo was fehlt. Geht's denn da oben weiter? Mal gucken, wo wir da hinkommen. Die Ranell-Höhle. Boing! Cool! Wir kamen zu Ohren, dass hier in der Wüste ein Drache lebt, der gerne Leute unterrichtet. Angeblich schenkt er dem, der alle seine Aufgaben meistert, einen unzerstörbaren Schild. Oh! Richtig geil. Ranell-Mine voraus, das Rätsel des Steins der Zeit. Okay. So, mal gucken, wo wir hinkommen. Oh, eine Sandzikade. Nicht sehr. Sehr schwierig zu bekommen.
Aber nun habe ich sie endlich gefangen. So, hier haben wir auch noch eine Kiste. Was haben wir hier? Noch mal ein Schattenkristall. Eine Kiste. Mit einem Monsterhorn. Manchmal trägt ein ein Bockblin ein Monsterhorn an seiner Hüfte. Nutze die Peitsche, um es ihm zu entreißen. Okay, gut zu wissen. So, hier gehen wir erst später hin. Dann kommen wir zu der Box. Genau, hier, wo man es nicht geschafft hat. So, wir haben es geschafft. Hier sind wir am Ziel angekommen. Die Boxen könnten wir dann auch gleich holen. Natürlich haben wir noch ein paar Wege, die wir auch noch gehen können. Ah, hier. So, was bekommen wir? Oh, du hast eine Lebenskraftmedaille erhalten. Trägst du sie bei dir, hältst du ein weiteres Herz. Entscheide selbst, wann es sich lohnt, diese Medaille mit dir zu führen. Definitiv lohnt sich diese Medaille. Definitiv. Eine Fee. Hier haben wir die nächste Box. Du hast eine Herzmedaille erhalten. Trägst du sie bei dir, wirst du häufiger auf Herzen stoßen. Oh, da will was. Willkommen. Ach, es tut mir leid, dass ich hier so vor mich hin seufze. Ich bekomme nur nachts keinen Schlaf mehr. Nein, ich sollte mich vor den Kunden nicht beschweren. Tut mir leid. Weiter geht's. Willkommen im Trankladen. Wenn du bei uns einen Trank gekauft hast, kann ich ihn hier verfeinern und seine Wirkung verbessern. Gibt es einen Trank, den du verfeinert haben möchtest? Oh, du kannst aber keinen Trank verfeinern lassen, weil du gar keinen Trank besitzt, dann schau doch mal bei meiner lieben Ex-Frau Zia vorbei. Das tue ich mal. Hol mir doch mal so einen Ausdauertrank. So, schauen wir doch mal, was das Verbessern bedeutet. Zeige dir, welche deiner Tränke ich verfeinern kann. Oh, dafür braucht man Insekten. Okay. Richtig cool. Jawohl, dann werde ich einen Trank. Ah, dafür sind die Insekten da. Gut zu wissen.
Und fertig. Hier, bitte sehr. Was deinen Ausdauerdrang V erhalten. Dieser verfallene Drang verhindert, dass sich deine Ausdaueranzeige leert. Die Wirkung deiner Flasche hält 3 Minuten an. Oh, du hast gar keine Tränke mehr. Ah, was macht der jetzt? Macht er immer noch rum? Ich habe ihn wieder gehört. Oh, schon mehr. Guten Abend, Dr. Dennis. Ich habe weiter trainiert, aber ich komme irgendwie nicht voran. Vielleicht bin ich einfach wieder zu schlapp. Ah, ist das jetzt mein Ausdauerdrang, Achilles? Würdest du mir von etwas abgeben? Ja, klar. Ja, danke, ich bin da mal so frei. Ja, ein verbesserter Ausdauerdrang. Für dich. Oh ja, ich fühle mich wie neu geboren. Meine Müdigkeit ist verflogen. Manchmal mache ich mir Sorgen. Wird das so ewig weitergehen? Lange muss ich so weitermachen, bis ich stark werde. Was denkst du? Wie viele Liegestütze muss ich wohl machen? 1000, nicht unwichtig. Unwichtig, aber natürlich, das ist es. Genial. So viele Liegestütze machen, dass ich vergesse, wie viele es waren. Die Masse macht's. Alles klar, ich werde stark sein. Komm bald wieder und zieh dir an, was ich erreicht habe. Natürlich. Sehr gerne. Hoffen wir doch mal, dass du dein Ziel bald erreichen wirst. So, aber nur noch zu ein paar Tränen der Güte. Ach, sieht aus, als bekäme ich heute wieder keinen Schlaf. Warum? Es ist nett, dass du dir Sorgen machst. Das Weinen meines Kindes hält mich Nacht für Nacht vom Schlafen ab. Normalerweise schläft mein kleiner Wonnenproppen tief und fest, aber ohne sie. Sie? Die Rassel. Mit ihr schläft das Baby sofort ein, aber wir haben sie neulich verloren. Ein Vogel hat sie sich geschnappt und ist damit weggeflogen. Er dachte wohl, sie wäre etwas Essbares. Natürlich konnte er sie nicht fressen. Also denke ich, dass sie noch hier im Dorf sein muss. Aber ich konnte sie nicht finden. Vielleicht findet sie jemand anderes für mich. Eine Rassel wird also gesucht. Eine Rassel, wo mag die wohl sein? So wie da oben zum Beispiel. Ist die Truhe öffnen? Ah, die kann man öffnen da oben unten. Das ist natürlich gut zu wissen. Oh, was haben wir hier? Eine... Ein Juwel der Güte erhalten. Cool, Herr Mosego. Wie viel haben wir jetzt? Haben wir 43. Durch die Rassel hätten wir 48. So, etwas Musik. Hier kommt der nächste Stein. Boing. Und was gibt der mir? Oh. Scheint ein neugieriges Kerlchen zu sein. Schöne Leistung, bisher nach oben zu klettern. Wenn du von hier abspringst, solltest du auf der Spitze eines Turms landen. Können. Klingt doch nach Spaß, oder? Hihihi. Das auf jeden Fall. Aber erstmal will ich die Truhe. Die ist da unten. Was haben wir hier drin? Ein goldener Rubin. Kommen wir überhaupt noch irgendwo hier hoch? Ja, hier kann man sich rüberziehen. So, mal sehen, wo wir hier landen können. Und zwar hier geradeaus. Oh, das ist hier doch mal...
Hä? Du hast eine Rasse erhalten. Von vielen Babys heiß geliebt. Wer mag diese Rasse wohl verloren haben? Dann wollen wir doch mal dahin. Das ist ja Giraffe, du hast sie gefunden. Gut, gut. Und jetzt ins Bettchen. Oh, mein lieber Papa. Sieh dir das an. Das Baby scheint sich beruhigt zu haben. Und schläft sicher bald ein. Endlich kann ich wieder schlafen. Vielen Dank. Das werde ich dir nie vergessen. Jawohl. Die nächsten 5 Juwelen der Güteralten. Hilfst du einem Menschen, so hältst du ja 5 davon. So, 48. So, jetzt aber ab ins Bett mit dir. Jetzt kannst du endlich schlafen. So, eins haben wir noch und zwar hier drin. Hier müssen wir rein. Hier hockt der also im Bad. Das ist also derjenige. Der Vater von Zelda. Und hier haben wir noch ein Juwel der Güte. Somit haben wir 49. So, hier haben wir ein schönes Bild von Zelda. Hier ist eine Tingelpuppe. Oh, du hast dein Herz erhalten. 3 weitere muss ich noch sammeln. Sehr schön. Hier kommen wir wieder ganz normal raus. So Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet zum nächsten Part ein. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da und auch gerne ein Abo für meine weiteren Videos. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.